Ja, meine Damen und Herren, es ist 14:50 und wir haben verabredet, dass wir jetzt nach der Mittagspause, ich hoffe, es hat Ihnen allen gut geschmeckt, fortfahren in unserer Plenarsitzung. Und deshalb bitte ich Sie, die Plätze einzunehmen, damit wir mit unserer nachmittäglichen Sitzung doch fortfahren können. Es gilt auch von den Kollegen Herrn Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen, dass wir in den Beratungen fortschreiten können. Wir fangen an, genau. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Selbstverwaltung achten, Infrastruktur stärken, Belastung minimieren für eine gerechte Lastenverteilung bei Straßenausbaubeiträgen, Drucksache 20-1144. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 85 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 20 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD für ein Hessen in einer Welt ohne Bedrohung durch Atomwaffen, Drucksache 20-1145. Wird hier auch die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 86 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Und es ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen für hessische kommunale Straßen, Drucksache 20-1146. Wird die Dringlichkeit bejaht? Nein, ja? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir diskutieren, glaube ich, seit ungefähr einem Dreivierteljahr über die Frage Straßenbeiträge, Straßenbenutzungsgebühren. Es gibt, oder anderthalb Jahre, es gibt zwei Gesetzentwürfe, die gerade im Verfahren sind, die wir heute Abend in zweiter Lesung zu beraten haben. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag dringlich ist, und wir beneinen die Dringlichkeit. Dann lasse ich jetzt trotzdem über die Dringlichkeit abstimmen. Wer dafür ist, dass die Dringlichkeit dieses Antrags bejaht wird, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Da sehe ich die Stimmen der AfD. Wer ist dagegen? Da sehe ich, das ist das restliche Haus. Damit ist die Dringlichkeit abgelehnt. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion der SPD. Antwort auf den Berichtsantrag ist Hessen auf Dürre im Jahr 2019 vorbereitet. Drucksache 20-683, Drucksache 20-1147. Und zu Wort gemeldet hat sich der parlamentarische Geschäftsführer, Herr Rudolph. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben diesen dringlichen Antrag eingebracht, weil das ist auch schon ein bemerkenswerter Vorgang, wie die Landesregierung mit Initiativen der Opposition umgeht, regelmäßige Fristverlängerung, das erleben alle Oppositionsparteien. Hier geht es um einen Berichtsantrag aus dem Mai diesen Jahres. Die Frist dafür wäre im Juli abgelaufen. Es gab eine einmalige Verlängerung. Auf der Tagesordnung des Umweltausschusses für nächste Woche ist der Antrag nicht drauf. Worum geht es in dem Antrag? Wie ist Hessen auf die Dürreperiode vorbereitet? Wenn wir jetzt warten, bis der erste Schnee fällt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann macht der Antrag wenig Sinn. Wenn das die Absicht der Landesregierung ist, dann müssten wir dem widersprechen. Deswegen diesen dringlichen Antrag, weil das Thema muss jetzt zeitnah behandelt werden, entweder heute Abend oder, wenn die Ministerin zusagt, nächste Woche ist Umweltausschuss, der Antrag wird bis dahin gebracht, sind wir auch damit einverstanden. Aber wir wollen, dass man über die Auswirkungen und Risiken der Dürreperiode vorbereitet ist. Aber wir erwarten auch, dass endlich Respekt gegenüber den Oppositionsparteien bei Initiativen eingebracht wird. So jedenfalls, Frau Hinz, geht es nicht. Vielen Dank. Herr Bellino. Herr Präsident, Frau Präsidentin, was ist denn? Ja, ich bitte hier, dass keine Zwiegespräche vor der Regierungsbank geführt werden oder mit der Regierungsbank. Und jetzt gebe ich dem Herrn auch auf der. Ich bitte, auf Zwiegespräche hier auf der Regierungsbank bitte zu verzichten. Wenn Sie Gespräche zu führen haben, dann tun Sie das bitte an anderer Stelle. Und ich gebe jetzt dem Herrn Bellino das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen hier keine
Dringlichkeit. Aber wir setzen das auf die Tagesordnung drauf. Denn, Herr Rudolph, wenn Sie in das Landtagsinformationssystem reingeschaut hätten, hätten Sie feststellen müssen, dass hier eine Fristverlängerung bis zum 20. September eingetragen ist. Und deshalb haben wir da noch einen Moment Zeit. Und ich gehe davon aus, dass die Landesregierung, wie sie das immer tut, das mit der nötigen Sorgfalt auch bearbeitet. Und wenn man etwas sorgfältig bearbeitet, kann das mitunter etwas länger dauern. Aber ich bin schon der Meinung, dass gerade wenn es um die Information des Parlaments geht, und der Kollege Hahn hat ja Respekt vor dem Parlament zu Recht eingefordert, dann ist das aber auch damit verbunden, dass das Parlament über die Sachlage vernünftig und qualitativ hochwertig informiert werden muss und dass in diesem Fall Qualität vor Schnelligkeit geht. Insofern setzen wir es auf der Tagesordnung und werden das dann zur gegebenen Zeit beraten. Aber mit Sicherheit ist die Dringlichkeit in dieser Form hier nicht gegeben. Ich sage es noch einmal, Frist 20.09., das sollte ausreichen. Meine Damen und Herren, ich habe die Bitte, dass Sie auch Ihre Plätze einnehmen, weil wir sind kein stehendes Parlament, sondern ein sitzendes Parlament, das auch arbeitet im Sitzen. Und deshalb bitte ich Sie, Ihre Plätze einzunehmen. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen zur Dringlichkeit gibt, oder doch, Herr Frömmrich, Sie gucken so. Ja? Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte dem Kollegen Bellino ausdrücklich beipflichten. Ich glaube, natürlich will ich auch zugeben, dass es für die Oppositionsfraktion, aber für alle Fraktionen ärgerlich ist, wenn die Initiativen nicht so zeitnah bearbeitet werden können, wie man sich das wünscht oder wie es auch in der Geschäftsordnung vorgesehen ist. Wir haben es aber, wenn Sie sich vielleicht das Informationssystem des Landtags mal anschauen, in den letzten Wochen und Monaten mit einer Fülle von Anfragen zu tun, die eingereicht worden sind und die auch bearbeitet werden müssen. Und zu Recht ist die Opposition, hat die Opposition ja immer den Anspruch, dass dann, wenn die Anfragen gestellt werden, dass sie auch grundständig und auch ordentlich beantwortet werden. Und deswegen ist ja vonseiten der Landesregierung gesagt worden, wir können so schnell die Sachverhalte nicht klären. Und deswegen bitten wir um Fristverlängerung bis zum 20. September. Den haben wir noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass die Dringlichkeit nicht gegeben ist. Wir setzen ihn auf die Tagesordnung. Dann können wir ihn aufrufen, wenn es soweit ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich die Dringlichkeit nicht. Vielen Dank. Ich erteile Herrn Lenders noch das Wort zur Dringlichkeit. Also, meine Damen und Herren, lieber Kollege Frömmrich, dass das Parlament die Regierung in seiner Arbeit eigentlich nur stört, das haben wir schon öfters feststellen dürfen. Aber man muss sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn eine Fraktion hier zu dem letzten Mittel eigentlich greift und einen Antrag stellt, um auf das Problem mal hinzuweisen, dass hier in so einer schnodderigen Art und Weise hier wegzuwischen, Herr Frömmrich, das mag Ihre Art sein, es ist aber nicht Stil dieses Parlaments, deswegen werden wir der Dringlichkeit zustimmen. Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, deswegen lasse ich jetzt über die Dringlichkeit abstimmen. Wer für die Dringlichkeit ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die Sozialdemokratie und die Linken. Wer ist dagegen? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Damit ist die Dringlichkeit verneint, meine Damen und Herren. Ich darf recht herzlich auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Kollegin Hildegard Pfaff recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf Top 59 der Tagesordnung den Antrag Fraktion der Freien Demokraten Wirtschaft stärken, Gründer fördern, digitale Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Drucksache 20-1099 mit dem dringlichen Antrag Top 83 Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit Konsequenz und System für Hessens Wirtschaft eintreten. Drucksache 20-1138. Und als Erster hat sich für die FDP Herr Dr. Naas zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen heute auch ein ernstes Wort über die hessische Wirtschaft sprechen. Denn nach gut 10 Jahren trübt sich der Konjunkturhimmel deutlich ein. Im letzten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft. Im Juni gingen die Exporte um 8% zurück. Die Luftfracht, wir haben es heute Morgen schon gehört, sie bricht ein.
Der IFO Geschäftsklimaindex fiel im August 2019 auf den niedrigsten Stand seit November 2012. Die Industrie bewertet die Aussichten so schlecht wie im Krisenjahr 2009. Der Geschäftsklimaindex des Hessischen Industrie- und Handelskammertages sank das dritte Mal in Folge. Meine Damen und Herren, es geht uns nicht darum, schwarz zu malen. Es geht heute darum, die Weichen zu stellen, damit Hessen ein wirtschaftsstarkes Land bleiben kann. Meine Damen und Herren, deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Wir wollen heute darüber sprechen, was gute Wirtschaft ausmacht. Und natürlich wirkt der Handelsstreit zwischen Amerika und China sich auf uns aus. Natürlich hinterlässt der Brexit seine Spuren. Und dazu kommen ja auch noch die besonderen Probleme in der Automobilwirtschaft. Das sind alles Dinge, auf die wir nur beschränkt hier im Hessischen Landtag Einfluss haben. Aber was wir selbst in der Hand haben, das sind unsere Antworten auf die strukturellen Herausforderungen, die die hessische Wirtschaft hat. Meine Damen und Herren, und da sehe ich keine Strategie der Landesregierung. Denn diese Landesregierung kann uns nicht sagen, was gute Wirtschaft in Hessen braucht. Und das gilt auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir so Ihren Antrag von den Koalitionsfraktionen anschaue. Das ist eine Sammelliste von Einzelmaßnahmen. Es ist aber keine rote Linie, es ist keine Agenda, und es lässt vor allem keine Vision erkennen. Meine Damen und Herren, der Fachkräftemangel schlägt in allen Branchen und Bereichen zu. Die Digitalisierung verändert alles, alle Branchen, Geschäftsmodelle, die Forschung, die Produktion, die Ausbildungsinhalte, auch die Arbeitsprozesse. Überall findet die Digitalisierung statt. Und, meine Damen und Herren, wir in Hessen sind daran gewöhnt, dass wir an der Spitze einer wirtschaftlichen Entwicklung stehen. Aber wir haben Sorge, wir Freie Demokraten haben Sorge um dieses Land und die hessische Wirtschaft, dass das in Zukunft auch so bleibt. Denn wenn man sich das Gutachten des IW Köln zum Wirtschaftsstandort Hessen anschaut, dann hat das eben eine ganze Reihe von Dingen zutage gefördert, die wir dringend verbessern müssen. Erstens, zu wenig Investitionen in die Infrastruktur. Zweitens, zu schwache Performance bei der Digitalisierung der Verwaltung. Drittens, die Gründerkultur ist in Hessen nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. Viertens, Patentanmeldungen sind in Hessen unter dem Durchschnitt. Das sind vier wichtige Punkte. Meine Damen und Herren, ich kann nicht erkennen, dass die Landesregierung diese wichtigen Hinweise verstanden und aufgenommen hat. Denn wenn wir auf die Zahlen schauen, und wir picken uns im Gegensatz zu Ihnen nicht nur ein Jahr raus, sondern wir schauen auf die letzten 6, 7 Jahre, dann müssen wir genauso wie der IW Köln zum Wirtschaftsstandort Hessen nüchtern feststellen, Zitat, seit 2010 ist das hessische BIP-Wachstum in den meisten Jahren hinter dem Wachstum der anderen Länder zurückgeblieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Hessen besser, stärker machen. Eine freie Gesellschaft, freie Menschen brauchen ein starkes wirtschaftliches Fundament. Wir wollen Hessen zu einem spannenden Wirtschaftsstandort machen, der Fachkräfte und Talente aus aller Welt für sich begeistern kann. Wir haben mit unserem Antrag eine Reihe konkreter Vorschläge vorgelegt, um Hessens Wirtschaft besser zu machen. Und ich möchte die 5 Kernforderungen hier hervorbringen und auch noch einmal unterstreichen. Erstens. Wir wollen eine Stärkung der unternehmerischen Freiheit in der analogen wie in der digitalen Welt. Wir wollen eine Stärkung der Gründerkultur. Wir wollen eine Steigerung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit, eine Stärkung der beruflichen Bildung. Und wir wollen fünftens höhere Investitionen in die Infrastruktur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Gesellschaft ist nur frei, wenn sie den Menschen Chancen ermöglicht, wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Unternehmerische Freiheit ist die Quelle für unseren Wohlstand, für Innovation und Fortschritt. Und deswegen erwarte ich von einem Wirtschaftsminister, dass er ein klares Signal für unternehmerische Freiheit und auch für die Garantie des Eigentums sendet, wenn andere die Verstaatlichung fordern. Fraport, das ist ein gutes Beispiel, betreibt ja sehr erfolgreich Flughäfen in aller Welt.
gerade deswegen, weil das Unternehmen wirtschaftliche Freiheit genießen kann. Kollegin Wissler, das heißt nicht, dass Arbeitnehmer nicht auch für ihre Rechte demonstrieren dürfen. Und ein Blick nach Berlin zeigt demgegenüber, was passiert, wenn der Staat glaubt, bessere Flughäfen bauen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Bereich der digitalen Wirtschaft müssen wir unternehmerische Freiheit stärken. Regulierung darf nicht dazu führen, dass wir den Anschluss verlieren. In der analogen Welt sind wir immer noch zum Glück Exportweltmeister. In der digitalen Wirtschaft haben wir jedoch ein riesiges Defizit. Und besonders besorgt sind wir um die Entwicklung im Bereich der Unternehmensgründung. Von 2008 bis 2014 war es gelungen, Hessen zu einer Gründerquote im Mittelfeld, später sogar 2014 bis an die Spitze der deutschen Flächenländer zu führen. Im aktuellen KfW-Gründermonitor 2019 ist Hessen auf Platz 10 abgerutscht. Von Platz 3 auf Platz 6 auf Platz 10. Beim Länderranking des deutschen Start-up-Monitors 2018 werden wir von Sachsen überholt. Ich weiß nicht, was Ihr Anspruch ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, aber wir haben da einen höheren. Meine Damen und Herren, nein, Agrarstaaten, Kollege Frömmrich, sind für uns nicht der Maßstab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gründer stehen für Mut, Risiko, Bereitschaft, Offenheit, innovative Ansätze und dafür, auch mal neue Dinge auszuprobieren, gegebenenfalls sogar auch mal zu scheitern. Gründungskultur ist eine Geisteshaltung, die wir in allen Teilen der Wirtschaft brauchen. Aber für Gründerkultur und Gründergeist brauchen wir auch die notwendige Freiheit. Denn die Freiheit inspiriert uns, neu zu denken und auch Chancen zu ergreifen. Und die Stärkung unserer Gründerkultur, gerade auch um der Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Bereich dann auch richtig anpacken zu können, dazu müssen wir die hessische Wirtschaft weiter stärken. Und deswegen brauchen wir digitale Freiheitszonen. Deshalb brauchen wir einen Tech-Fonds. Deswegen brauchen wir eine Agentur für Sprunginnovation. Und deswegen müssen wir mehr investieren in die berufliche Bildung. Wir müssen sie stärken, weil der Master genauso viel wert ist wie der Meister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen mehr Mut und wir wollen mehr Selbstbestimmung. Und mit der Gründung einer landeseigenen Agentur für radikale Innovationen wollen wir auch gezielt Sprunginvestitionen springen. Bitte? Nein, Kollegin Wissler, manchmal muss man vorangehen als Staat und manchmal muss man auch investieren, sonst dürften wir auch keine Universitäten haben. Genau aus diesen Universitäten möchten wir aber eine Agentur für radikale Innovationen für diese Sprunginvestitionen entwickeln, weil wir nämlich in Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und auch Biotechnologie eben nicht führend sind. Mit 100 Millionen € für unseren Tech-Fonds wollen wir Gründung und Wachstum von diesen Technologieunternehmen dann auch fördern. Und ich komme zum letzten Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stärkung der beruflichen Bildung. Sie ist nämlich entscheidend für die Chancen mittelständischer Unternehmen. Und deswegen fordern wir analog zur Exzellenzinitiative für Hochschulen und Unis auch eine Exzellenzinitiative für berufliche Bildung. Wir wollen vorbildliche berufliche Bildung auszeichnen. Deren Exzellenz und Qualität sind nämlich keine Frage der Institution, sondern eine Frage der inneren Einstellung. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle gerne noch einmal, ein guter Meister ist mir so viel wert wie ein guter Master. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, dann wird immer nicht zuletzt ein Punkt genannt, nämlich der Zustand der hessischen Verkehrsinfrastruktur. Straße, Schiene, Wasserstraße sind desolat. Der ÖPNV ist nicht besser. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen. Und deswegen fordern wir eine Verdopplung der Mittel für Straßen, für den ÖPNV und auch, wir haben auch darüber heute Morgen schon gesprochen, für eine digitale Infrastruktur, die natürlich hier die einzelnen Verkehrsträger auch sinnvoll verknüpft. Wir glauben, dass wir so den Investitionsstau in Hessen auflösen können und auch schnellere Planungszeiten erreichen können.
Die jüngste Verkehrsumfrage, ich habe heute Morgen schon darüber gesprochen, der IHK bestätigen uns. Herr Dr. Naas, kommen Sie bitte auch zum Schluss. Brückensperrung, Salzbachtalbrücke, Wiesbaden, Bergshäuserbrücke, das sind alles Symbole für die schlechte hessische Infrastruktur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. So können wir die hessische Wirtschaft stärken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich Herrn Lichert von der AfD nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Winter is coming. Mit diesem Zitat aus dem popkulturellen Großereignis Game of Thrones möchte ich der FDP-Fraktion zumindest in der grundsätzlichen Diagnose recht geben. Der Wirtschaftsabschwung ist da. Ob wir bereits im dritten Quartal in eine technische Rezession eintreten werden oder noch nicht, ist dabei völlig sekundär. Viele Branchen spüren bereits den konjunkturellen Gegenwind. Dr. Naas hat das ja gerade wunderbar referiert. Die Gründe sind vielfältig. Sie sind teils global, teils national, aber eben auch lokal, sprich hessisch. Und darauf möchte ich im Folgenden den Fokus lenken und zentrale Elemente des Antrags betrachten, nämlich die Infrastruktur, den Fachkräftemangel und Unternehmensgründungen und Wachstumsfinanzierung. Meine Damen und Herren, es ist offenkundig, dass in Hessen und in ganz Deutschland über Jahre und Jahrzehnte die Infrastruktur sträflich vernachlässigt wurde und wir einen entsprechenden Investitionsstau vor uns herschieben. Zu Recht werden daher höhere Investitionen angemahnt. Aber wir wissen doch, Geld ist oftmals gar nicht die entscheidende Bremse. Große Infrastrukturprojekte dauern ewig, und das ist zu lang. Denken wir doch einmal an die Anhörung im WVA vorletzte Woche, als es um die Seilbahnen ging. Es kristallisierte sich nämlich als entscheidender Vorteil dieser Technik heraus, dass sie relativ schnell zu realisieren ist, gerade im Hinblick auf Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und das muss doch uns hier im Hause zu denken geben. Wir bilden uns als erste Macht im Staate doch relativ viel darauf ein, eben die Legislative zu sein. Und da müssen wir auch diesem Anspruch gerecht werden, indem wir konsequent die Gestaltungsspielräume nutzen und auch wieder erweitern. Was wir nicht tun dürfen, ist mit den Schultern zucken und sagen, ist so, da kann man nichts machen. Die Legislative und die Exekutive müssen zusammenwirken, um Planungs- und Genehmigungsverfahren wieder deutlich zu verkürzen. Gelingt das nicht, fehlt es offenkundig am Willen oder am Vermögen von Legislative und Exekutive, dieses wichtige Ziel zu erreichen. Und was sagt uns das über die schon länger hier Regierenden? Zurück zum Antrag der FDP. So richtig höhere Investitionen sind, jahrzehntelange ungenügende Investitionen lassen sich nicht durch kurzfristige Konjunkturprogramme korrigieren. Im Gegenteil, das wird uns im allgemeinen Abschwung nicht helfen, zumal gerade die Bauwirtschaft ja noch am Limit, an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Und zusätzliche Mittel, wie von der FDP gefordert, würden wahrscheinlich nur die Preise weiter nach oben treiben und prozyklisch wirken. Kommen wir zu den Fachkräften. Im Antrag der FDP wird angeführt, dass wir den bescheidenen 10. Rang im KfW-Gründungsmonitor erreicht haben. Kommt uns dieser 10. Rang nicht erschreckend bekannt vor? Richtig, dort sind wir nämlich auch im Bildungsmonitor gelandet. Wir haben am Dienstag im Rahmen der Debatte über die Regierungserklärung des Kultusministers bereits einiges davon gehört. Ich will deswegen nur eine Facette herausgreifen, nämlich das Thema ausbildungsfähiger Schulabgänger als Basis für den qualifizierten Personalnachwuchs für die Unternehmen. Rang 10 alleine sagt da nämlich relativ wenig aus, und man würde um ein Haar die wenigen Lichtblicke unterschlagen. Ich führe daher ein, Beweisstück A, die Presseinformation des Kultusministeriums vom 30.08. Es ist dem Kultusministerium tatsächlich nicht entgangen, dass Hessen die niedrigste Schulabbrecherquote in Deutschland hat, auch gerade was ausländische Schüler angeht. Aber bei der Schulqualität, also bei der Bewertung der Kompetenzen der Schüler, landet Hessen ganz und gar auf Platz 12.
Der Industrieverband VDMA sieht den Technikunterricht in Hessen auf dem letzten Platz aller Bundesländer. Schauen wir uns also an, was mit den Schulabgängern passiert. Die blamable Ausbildungsstellenquote, bei der Hessen auf Rang 14 liegt, hat mein Kollege Heiko Scholz hier bereits vorgetragen. Das heißt, es scheint so, als sei ein großer Teil dieser Schulabgänger offenbar nicht für eine Ausbildung geeignet, und die Unternehmen lassen sogar lieber Ausbildungsplätze umgesetzt. Das ist ein dramatischer Befund. Und auch dazu ein Beweisstück aus jüngster Vergangenheit, nämlich am Montag dieser Woche lesen wir im Wiesbadener Kurier: weniger Azubis bei Mittelständlern. Wie passt das zum Fachkräftemangel? Verehrte Kollegen, sehr viel dramatischer kann ein Befund zur Fähigkeit eines Schulsystems, zukünftige Fachkräfte zu erzeugen, kaum sein. Es liegt nämlich der Verdacht nahe, dass durch Absenkung des Leistungsniveaus zwar der Schulabschluss ermöglicht, aber eben nicht die Befähigung zum Berufseintritt vermittelt wird. Meine Damen und Herren, losgelöst von allen Statistiken und Länderrankings dürfen wir niemals vergessen, es geht hier auch um persönliche Schicksale. Wir tun diesen jungen Menschen keinen Gefallen, wenn wir sie mit formalen, aber praktisch nutzlosen Schulabschlüssen in ihre Zukunft entlassen. Gleichzeitig wird dadurch der Stellenwert der Schulabschlüsse immer weiter entwertet. Das gilt mittlerweile auch für das Abitur, wie vielfältige Stellungnahmen aus der Hochschullandschaft bezeugen. Fazit: Auch hier muss die Landesregierung dringend liefern. Da scheint die Forderung der FDP nach einer Exzellenzinitiative berufliche Bildung ja irgendwie dazu zu passen. Aber wir glauben, dass das nicht der Fall ist. Exzellenzinitiativen können niemals eine solide Schulbildung in der Breite ersetzen. Sie können sie höchstens ergänzen. Aber da wir bei diesem Fundament bereits große Probleme haben, fürchten wir als AfD-Fraktion vielmehr das Risiko, dass wieder wohlklingenden Events nachgejagt wird im Rahmen dieser Exzellenzinitiativen, anstelle das Leistungsniveau insgesamt zu heben. Und das tut Not. So ehrlich müssen wir als Politiker über die Fehlanreize in der Politik schon sein. Kommen wir zur Agentur für radikale Innovation. Die FDP-Fraktion hebt hervor, dass sogar Sie heben hervor, dass sogar Sachsen im deutschen Start-up-Monitor Hessen überholt hat. Sachsen liegt übrigens im Bildungsmonitor auf Platz 1. Vielleicht ist das ja die Erklärung. Vielleicht ist das ja auch die Erklärung für ein ganz anderes Phänomen. Aber ich überlasse es gerne Ihrer Fantasie, ob die Erklärung vielleicht darin zu finden ist, dass ausgerechnet im Bildungsland Nummer 1 Sachsen die AfD die höchsten Wahlergebnisse erzielt. Ausdrücklich beglückwünsche ich die FDP zu ihrer Wortschöpfung oder Begriffsschöpfung Agentur für radikale Innovation. Klingt toll. Aber Moment mal. Fordert ausgerechnet die FDP an der Stelle mehr Staat? Wir haben doch gerade selbst gehört und können es Ihrem Antrag entnehmen. Die Infrastrukturentwicklung, die Bildung, also klassisches Kerngeschäft der Länder, das kriegen wir nicht hinreichend hin. Und jetzt soll ausgerechnet eine staatliche Agentur Sprunginnovationen und Schlüsseltechnologien erkennen und umsetzen? Liebe FDP, echt jetzt? Wirklich? Na gut. Aber wir stecken doch schon mitten in der staatlichen Interventionsspirale, und nicht umsonst gibt es den Begriff des Förderdschungels. Und wenn wir uns den Antrag von CDU und GRÜNEN anschauen, dann ist das doch genau die Aufzählung dieses Förderdschungels. Und ich möchte wetten, keiner hier im Raum kann alle Institutionen und Instrumente unfallfrei aufzählen, die sich allein mit Gründungs- und Wachstumsfinanzierung beschäftigen. Daher gilt auch hier: Weniger ist mehr. Deswegen muss ich sagen, der FDP-Antrag geht da leider genau in die falsche Richtung. Und nachdem die CDU schon den Ballast bürgerlicher Politik als unmodern abgestreift hat, scheint mir, dass auch bei der FDP der ordnungspolitische Kompass ein wenig verrutscht ist. Dass ausgerechnet staatliche Akteure die besseren Unternehmer und Innovatoren sein sollen, das riecht doch sehr nach dem, was der Wirtschafts-Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek die Anmaßung von Wissen nannt. Frau Faeser, Sie haben gestern, ist gerade nicht da, schade. Sie hat jedenfalls gestern beim Thema Wohnen von Marktversagen gesprochen.
Und auch hier ist es wieder einmal an uns, eine unbequeme Wahrheit auszusprechen. Denn Marktversagen ist immer und überall Staatsversagen. Gerade weil der Staat nicht in der Lage ist, von vornherein einen konsistenten, widerspruchsfreien und funktionierenden Ordnungsrahmen zu setzen, ist ja die Marktwirtschaft das bessere System. Und Wettbewerb ist das beste Entdeckungsverfahren, gerade für Innovationen. Auch das ein Begriff von Hayek übrigens. Aber keine Sorge, liebe Kollegen, die ordnungspolitische Vernunft wird nicht verweisen. So wie konservative Inhalte von der CDU zur AfD gewandert sind, so wird die AfD auch gerne die Lücken füllen, klare ordnungspolitische Grundsätze zu formulieren und die wirtschaftlichen und bürgerlichen Freiheiten zu bewahren. Die AfD-Fraktion lehnt beide Anträge ab. Ich danke Ihnen. Als nächstes erteile ich Frau Kinkel von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In den letzten Jahren hat Hessen eine überdurchschnittlich gute wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Das merkt man nicht nur an der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, was deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag, sondern auch an der Arbeitsmarktsituation. Wir haben eine historisch niedrige Arbeitslosenquote, und besonders erfreulich ist, dass davon auch mehr und mehr Langzeitarbeitslose profitieren und wiederum Chancen am Arbeitsmarkt erhalten. Aber ohne Zweifel steht die Wirtschaft und die Arbeitswelt vor immensen Herausforderungen. Wir haben globale Wirtschaftsströme auf der einen Seite, Handelskonflikte, unsichere politische Rahmenbedingungen in vielen Staaten der Erde auf der anderen Seite. Und der weltweite Wirtschaftsaufschwung scheint zu enden. Und das betrifft natürlich auch Hessen. Die hessische Wirtschaft ist international vernetzt und exportorientiert und deshalb ganz besonders anfällig gegenüber Veränderungen der Weltwirtschaftskonjunktur. Aber nicht nur die konjunkturelle Entwicklung ist eine Herausforderung für die Wirtschaft. Auch der Klimawandel, die Ressourcenverfügbarkeit, die Transformation im Automobil- und Energiebereich und die Digitalisierung sind Veränderungsprozesse, die auf uns zukommen oder die schon passieren und die aktiv gestaltet werden müssen. Und das tun wir. Und ich möchte auf einen Punkt in Ihrem Antrag ganz besonders eingehen. Sie schreiben, dass die Förderung der Gründer- und Innovationstätigkeit und die Stärkung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit zentrale Aufgaben der hessischen Wirtschaftspolitik sind. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Gründer- und Innovationsfähigkeit brauchen wir, um große technologische Entwicklungen überhaupt mitmachen zu können, damit die nicht nur in Silicon Valley oder in Asien stattfinden. Und da müssen wir nicht nur in Hessen große Anstrengungen leisten, sondern in ganz Deutschland und in ganz Europa. Und zwar gerade wegen einer möglichen Rezession brauchen wir jetzt massive Entwicklungen in Technologie und in Innovation. Aber was braucht es denn dafür genau? Da ist einmal das Geld, was junge Gründerinnen und Gründer benötigen. Und da haben wir in den letzten Jahren Stück für Stück eine breite Angebotspalette aufgebaut. Zur Förderung der Gründertätigkeit in Hessen haben wir nicht nur den Future Venture Fonds mit 20 Millionen Euro, der in einem frühen Stadium die Finanzierung von Gründungsvorhaben unterstützt. Wir haben das Hessen-Mikrodarlehen, wir haben den Innovationskredit oder beispielsweise auch das Wachstums- und Innovationsprogramm, was genau in der Phase unterstützt, in der Gründungen schwierig werden, nämlich wenn sie einige Jahre existieren und dann in eine starke Wachstumsphase kommen müssen. Aber natürlich können wir uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, so, das muss jetzt mal reichen. Ganz im Gegenteil, Geld und insbesondere Venture Capital, also Beteiligungsgeld, auch und gerade mit öffentlicher Beteiligung ist enorm wichtig. Und deshalb ist es richtig, dass wir im Koalitionsvertrag die Gründung eines weiteren großen Fonds vereinbart haben, der genau in dieser Wachstumsphase von jungen Unternehmen greift und der damit genau da ansetzt, wo es notwendig ist.
Nur so können wir in Hessen dabei sein und technologische Entwicklung aktiv hier vorantreiben. Aber es lohnt sich auch, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, warum und welche Innovationen benötigt werden. Ich habe eingangs gesagt, wir befinden uns in einer Zeit der Transformation. Wir brauchen Energiewende, wir brauchen Verkehrswende, wir haben aktuelle Herausforderungen durch Klimakrise und Umbrüche in alten Industrien, wie z.B. der Automobilindustrie. Und gerade in diesen Transformationszeiten brauchen wir neue Geschäftsmodelle, die auch gesellschaftliche Lösungen bringen. Und dafür gibt es im Moment eine riesige Chance. Und das ist die Digitalisierung, die unheimlich großes Potenzial besitzt, Lösungen zu bieten, die aber gleichzeitig an sich eine große Herausforderung ist, eben weil sie so tiefgreifende Veränderungen nach sich zieht. Aber für die Gründungs- und die Innovationsförderung ist nicht nur Geld relevant. Besonders wichtig sind auch Ökosysteme, Hubs, Vernetzungsplattformen, Netzwerkbörsen, in denen sich die Finanzierer, und das ist nicht immer nur das Land, und die Gründer treffen, wo sie zusammengeführt werden. Und im besten Fall eben nicht nur eine finanzielle Partnerschaft eingehen, sondern eine ideelle oder eine strategische Zusammenarbeit vereinbaren. Das kann nämlich im besten Fall beide Partner nach vorne bringen. Und dafür gibt es beispielsweise das Tech-Quartier in Frankfurt, was eine unheimliche Dynamik in diese Fintech-Szene und in die Tech-Szene im Rhein-Main-Gebiet gebracht hat. Da sitzen auf der einen Seite die Start-ups, das Netzwerk und die potenziellen Investoren auf der anderen Seite. Und das ist sozusagen der Schmelztiegel, wo Innovationen vorangetrieben werden. Und genau so etwas ist das, was wir in Hessen auch brauchen. Gründungs- und Innovationsfähigkeit ist nichts, was mit einer Agentur für radikale Innovation, wie Sie es nennen, plötzlich geschaffen werden kann. Ich habe mich schon letztes Jahr, als Sie den Antrag ja schon einmal gestellt haben, gefragt, was das überhaupt sein soll. Das klingt nach viel Symbolik, aber null Inhalt. Die Gründer- und Innovationsfähigkeit erschaffen wir auch nicht einfach, indem wir 5 kleinteilige Maßnahmen in einen Antrag beschließen, so wie sich die FDP das vielleicht sich vorstellt. Was ist die Rolle des Landes? Die Rolle des Landes, die staatliche Seite, ist nicht nur der Geldgeber. Das Land muss der Motor sein, für die Entwicklung und die Richtung vorangeben. Und das tun wir mit deutlichen Signalen in Gründungs- und in Innovationsförderungen, mit den Programmen, mit der Plattform, mit den Angeboten und mit einer konsequenten und kontinuierlichen Anstrengung, damit diese Gründer- und Innovationsfähigkeit weiter gestärkt wird. Und wenn man sich die Aktivitäten in der Innovations- und in der Gründerförderung in Hessen mal anschaut, dann muss man schon sagen, das hat unter grünem Wirtschaftsminister wahnsinnig an Fahrt aufgenommen. Ich habe mal versucht herauszufinden, welche Anstrengungen denn der FDP-Wirtschaftsminister Rentsch in dieser Richtung übernommen hat. Und ich muss sagen, ich habe nicht viel gefunden zu diesem Thema. Und das bestätigen mir eben auch die Leute, die in dieser Szene schon lange unterwegs sind, die bei Gründungen, bei Start-up, bei Innovationsförderung aktiv sind und die sagen, dass es eine deutliche Dynamik gibt in der Frage der Gründungs- und Innovationspolitik des Landes, seit der Wirtschaftsminister von den Grünen kommt. Die FR hat diese Woche über die Räumlichkeiten der FDP geschrieben, wenn die politischen Ideen der FDP so originell werden wie ihre Inneneinrichtung, kann man sich einiges von ihr erhoffen. Sie sind jetzt vielleicht räumlich angekommen. Die Ideen scheinen Sie aber noch in den alten Gebäuden vergessen zu haben, denn an Originalität kann ich in diesem Antrag nichts erkennen. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn John von der SPD nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist richtig, die EU-Kommission prognostiziert in der Tat ein geringeres Wachstum, und es fällt nur noch mit 1,2% aus. Und für Deutschland und Hessen sieht es noch etwas düsterer aus, und die Gründe, die wird uns wahrscheinlich nachher noch einmal
der Minister ist ja nicht da, sein Vertreter, sagen, aber ich nehme Sie einmal vorweg, schlechte Weltwirtschaftslage, zunehmende internationale Handelskonflikte, der chaotische Brexit, schwächelnde Wirtschaft in den Wachstumsmärkten China und so weiter. Und wenn man sich die Prognosen für Deutschland einmal anschaut, dann sind sie nur noch bei 0,5%. Zuvor wurde noch 1,1% ausgegeben. Und was ist der Grund? Zunehmender Protektionismus statt Freihandel, wichtiger Handelspartner, die Autoproduktion schwächelt, und es gibt auch weniger Privatinvestitionen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, haben wir im ersten Halbjahr deutschlandweit 45 Milliarden mehr Steuereinnahmen eingenommen. 45 Milliarden. Und gerade jetzt ist es geboten, uns auf die Zukunft auszurichten. Auf die Zukunft auszurichten. Ein Weitermachen, das können und dürfen wir uns nicht erlauben. Und Wirtschaftswachstum auf Teufel komm raus, wie es ganz gern die FDP gerne hätte. Ich glaube, das ist okay, Sie können es ja dann noch einmal widerlegen. Ich glaube, das ist out. Wir müssen uns vielmehr intelligent im Sinne des Ganzen die Zukunft gestalten wollen. Gleich. Die Zukunft gestalten wollen, und das heißt, an das Wirtschaftsministerium nicht nur wollen, und meine Vorredner hat es ja auch gesagt, sie wollen, aber sie müssen auch endlich einmal machen. Und jetzt komme ich noch einmal. Jetzt komme ich noch einmal auf die 45 Milliarden mehr Steuereinnahmen, runtergebrochen auf Hessen. Hier sind wir ganz Ihrer Meinung, Herr Dr. Naas, dass wir eine entsprechende Stärkung vornehmen müssen, und zwar Stärkungen in die Zukunft. Gleichzeitig möchte ich allerdings davor warnen, nach dem Motto, die Wirtschaft soll weniger Steuern bezahlen oder in irgendeiner Form gefördert wird, dass es ihr gut geht. Das sind nämlich in der Regel Ihre Forderungen. Nein, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, bedeutet dies mehr als nur Wirtschaft oder Start-ups. Es bedeutet Wirtschaften im Einklang unserer Klimaziele und damit den Erhalt unserer Erde, zur Gesundung unserer Erde beizutragen. Das muss, meine Damen und Herren, unser Ziel sein. Und die vielgepriesenen Säulen müssen gleichen Ranges sein. Und eine vierte Säule muss hinzukommen, und die will ich Ihnen gleich erzählen. Die drei Säulen, die Sie alle schon kennen, Klimaziele, zukunftsfähige Ökonomie und soziale Verträglichkeit. Und hinzu muss kommen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und daher, meine Damen und Herren, müssen wir uns fragen, was müssen wir fördern, was müssen wir hemmen und was müssen wir weglassen letztendlich. Und dann muss man auch in der Lage sein, wenn man die richtigen Schlüsse gezogen hat, mit weniger Wachstum, aber richtigem Wachstum zurechtzukommen. Aber da sind wir weit entfernt von. Wenn wir wollen, dass die nachwachsenden Ressourcen unserer Erde nicht schon im Mai eines jeden Jahres von Deutschland aufgebraucht werden, weltweit ist es Juli, dann müssen wir umdenken. Dann müssen wir auf Technologien setzen, die das zulassen, dass wir umdenken, unser Umdenken letztendlich herausfordern. In der Vergangenheit, und ich hoffe, das ist Vergangenheit, haben die Lobbyisten eine dermaßene Stärke gehabt, dass wir, ich nenne das mal am Beispiel Schiene, eher Lkw-Industrie gefördert haben statt Schiene. Schiene taucht immer wieder auf in ihren Forderungen, aber sie tun es nicht. Da sind unsere Nachbarländer, ich erinnere an Holland, wesentlich weiter, die mittlerweile dreisträngige Schienen haben. Wir haben nur zweisträngige. Die Schweizer, die Österreicher sind viel weiter. Die warten auf uns, und wir können nicht liefern. Das ist eine Schande im Transitland Deutschland. Die Landesregierung fördert das Hessen der zwei Geschwindigkeiten. Oder anders gesagt, sie tut nichts, dass das Land Hessen gleichwertig behandelt wird. Die hessische Landesregierung spaltet das Land in Rhein-Main und ländliche Regionen. Wir haben das ja gestern auch anlässlich des Parlamentarischen Abends bei den Bauern noch einmal gehört vom Ministerpräsidenten.
Sie lässt zu, dass einige Regionen kollabieren. Und den Kollaps kann man täglich erleben hier unten im Rhein-Main-Gebiet und andere Regionen ausbluten. Wenn wir, wie im Antrag der FDP, die Wirtschaft stärken wollen, Gründer fördern wollen, dann ist da nichts zu hören, dass der ländliche Raum eine Stärkung braucht. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land würde auch die Wirtschaft stärken und Start-ups fördern. Ich komme gleich. Nämlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Sie stimmen aber nicht, Herr Dr. Naas. Wettbewerbsfähigkeit muss hergestellt werden im gesamten Land. Das ist die digitale Wettbewerbsfähigkeit. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Die ist desolat. Selbst hier unten im Rhein-Main-Gebiet ist sie nicht korrekt. Wenn ich nach in meinen Wahlkreis fahre, dann kann ich Ihnen aufzählen, wo ich Funklöcher habe. Da reicht die Zeit aber nicht. Und die übrige Infrastruktur ist schon immer im Land, auf dem ländlichen Raum vernachlässigt werden. Auch hier bedarf es dringendster Nachbesserung. Und erlauben Sie mir hier einzuflechten, die bisherigen Bekenntnisse zur Schiene, die uns im ländlichen Raum eine ganze Menge bringen würden, sind alles nur Lippenbekenntnisse. Weder im Personenverkehr noch im Güterverkehr haben Sie bisher geliefert. Mindeststandards sind die Voraussetzung für Gleichwertigkeit. Wir brauchen eine Behördenverlagerung, eine Hochschulverlagerung über einen Quotenschlüssel für alle Regionen. Dann erleben wir auch die Ansiedlung von Innovation, sogenannten Raumpionieren, die aus verlassenen Landstrichen Laboratorien machen. Eine Förderung für den ländlichen Raum in Form von Sterbehilfe, wie wir das immer mal wieder erleben, wenn irgendwelche Bescheide übergeben werden, meine Damen und Herren, die brauchen wir nicht. Wenn die FDP von Future Venture Fonds spricht, sind das Programme, die fast nur im Süden unseres Landes greifen. Zu den Maßnahmen der FDP. Die beschriebenen Maßnahmen teilen wir bei dem Ausbau von Straßen, Radwegen, ÖPNV, Mobilität. Aber was wieder fehlt bei Ihnen, Herr Dr. Naas, Schiene. Sie haben es erwähnt, Sie haben die Verdopplung der Straßen, der Ausgaben für Straßen gefordert, aber nicht für die Schiene. Und die beste Förderung, und da bin ich mit Ihnen einer Meinung, ist die berufliche Bildung, und die bedarf durchaus einer Exzellenzinitiative. Aber Voraussetzung aller Bildung ist zunächst die generelle schulische Ausrichtung, und die ist derzeit alles andere als zeitgemäß. Und da zitiere ich Thorsten Schäfer-Gümbel, der vorgestern Folgendes sagte. Die Bildungsfrage ist entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Sie entscheidet darüber, ob unsere Kinder Veränderungen als Chance begreifen oder nicht. Und sie entscheidet darüber, ob unsere Kinder zu den Digitalisierungsgewinnern oder den Digitalisierungsverlierern gehören. Bildung ist letztendlich die Voraussetzung aller Förderung. Voraussetzung von Wohlstand im Einklang mit Klimazielen und sozialem Miteinander. Und das, glaube ich, wäre die Veranlagung, die unglaublich gut wäre, wenn wir unseren Wohlstand mit einer gesunden Erde vereinbaren könnten. Die Gründung einer Agentur für radikale Innovation, Herr Dr. Naas, lehnen wir ab. Das haben wir auch, glaube ich, in letzteren Diskussionen schon gefordert. Kurzum, dass die Bundesregierung, ich bin nicht die Bundesregierung, dass die FDP die Wirtschaft stärken will, ist bekannt. Gar keine Frage, das wissen wir. Wir müssen allerdings im Sinne der vier Säulen, und ich will sie für Sie, Herr Dr. Naas, noch einmal gerne wiederholen. Ökonomisch vertretbar zukunftsfähig im Sinne von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Und als vierte Säule, ich will es noch einmal ganz deutlich sagen, und da verstehe ich mich ein Stück weit auch als Anwalt des ländlichen Raumes, unter der Berücksichtigung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Vielen Dank. Applaus